Hallo und herzlich willkommen zu OZIG Adventure Powered by AIDA. Mittlerweile sind wir bei Folge Nummer 4 angekommen und es geht diesmal rückblickend für den Monat April auf die Regattastrecke nach München vor allem. In den letzten Wochen habe ich hier vor allem eins versucht, nicht reinzufallen. Heute. Spaß beiseite, also wir haben tatsächlich in Oberschleißheim auf der Regattastrecke viel versucht, Stabilität in den Einer zu bekommen, denn es standen ja vergangene Woche die Kleinbootmeisterschaften, die deutschen Meisterschaften im Kleinboot in Krefeld an und da wollte ich natürlich versuchen, so gut es geht vorbereitet zu sein und dafür sind wir dann in den verschiedensten Streckenlängen Intensitäten gefahren, ob 250 Meter, 500 bis hin zur 2000 Meter Belastung war alles dabei. In der konnte ich mich auch zum Teil schon ja, ganz stabil, solide präsentieren. Aber wie das ist, wenn man was Neues probiert oder was Neues anfängt, auch einige Rückschläge und ja. Erkenntnisse waren dabei, die waren natürlich nicht so erfreulich. Letztendlich ging es dann vergangenes Wochenende nach Krefeld. Wir sind donnerstags angereist. Knappe 8 Stunden saßen wir im Bus. Auch schon eine krasse Zeit, bis man überhaupt in Krefeld ist. Um anschließend noch 3 Runden, 12 Kilometer zu trainieren. Dabei fiel mir schon auf, dass der Wind, der Seitenwind mir gar nicht gut tat und somit war die Wochenendherausforderung nicht nur die, dass ich gegen meinen inneren Zwang vorne viel zu ziehen, auch noch gegen den Wind bzw. auch den Wellengang zu kämpfen hatte. Und nun, nachdem ich am Freitag den Vorlauf, Samstag Viertel- und Halbfinale gefahren war und Sonntag das Dele-Finale bestreiten durfte, kam am Ende Platz 23 raus. Das lief natürlich alles andere, als ich mir es erhofft hatte. Ich hatte mir schon, ja, ehrlicherweise Hoffnung aufs B-Finale. Wenn es schlecht lief, dann im mittlerer Platz im C-Finale, so erhofft. Aber es sollte nicht sein. So, jetzt mit 2 Tagen Abstand betrachtet, muss ich auch ehrlicherweise gestehen, habe ich am Wochenende nicht so glänzen können, wie ich es vielleicht hätte können. Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich alles rausgeholt. Ich bin am Wochenende 4 Rennen gefahren mit knapp jeweils Puls um die 190 und habe mich schon ausbelastet und habe alles gegeben, aber meine Fähigkeiten und Fertigkeiten im Einer sind da dann doch noch zu beschränkt. Am Ende kann ich jetzt natürlich auch viele Argumente liefern oder auch Ausreden liefern, warum es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Angefangen von einer doch sehr komischen Ansetzung meines Erachtens, wie der Vorlauf, die Vorläufe gesetzt wurden, bis hin zu unfairen Bedingungen durch den schräg seitlich einfallenden Wind, bis hin zu Bahnverteilungen, die irgendwie ja, nicht zu meinen Gunsten ausgelegt wurden. Aber schlussendlich muss ich sagen, dass ich technisch einfach noch nicht so weit bin und auch einfach nicht konkurrenzfähig war, um da ein Tempo zu erzeugen, um konkurrenzfähig zu sein. Somit ist es auch für die Saison schwierig zu argumentieren, warum ich überhaupt für die Mannschaftsbildung oder die Nationalmannschaft in Frage komme. Physisch von meiner Ergoleistung her gehöre ich schon eigentlich in den Kreis der Nationalmannschaft, aber die
die Leistung auf dem Wasser ist einfach nicht ausreichend, was ich auch nachvollziehen kann. Ärgert mich nur, weil wenn man taktisch sich verhält, dann hätte ich einfach nach dem Vorlauf abmelden sollen, dann wäre die Saison wahrscheinlich jetzt anders weiter verlaufen. Aber so ist das manchmal im Leben und ich nehme die Herausforderung der weiteren Rennen dann lieber in Kauf und gehe das eher so an als Erfahrungsgewinn und das ist dann auch wiederum meine Erkenntnis für die nächsten Wochen, denn jetzt die Flinte ins Korn werfen werde ich natürlich nicht und bin noch am Überlegen, wie es weitergeht, aber ich bin schon der Meinung, dass nach 3 Monaten in der Skullerei man nicht direkt aufgeben sollte, ist auch nicht mein Stil. Demzufolge werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Ich bin optimistisch, dass ich auch bei der Hügelregatta in Essen Mitte Mai am Start sein werde. Mehr dazu dann in der nächsten Folge OZIG Adventure. Und jetzt geht es weiter mit dem OZIG des Monats. Der OZIG des Monats ist ja ein Moment außerhalb des Rudersports, den ich als sehr besonders erachte. Und für mich war es ein Highlight im April in der Allianz Arena mit Nele und Oliver beim Champions League Viertelfinale FC Bayern gegen Villarreal zu sein. Es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, mal wieder in einem vollen Stadion zu sein. Es hat unfassbar, ja, Spaß gemacht, mal wieder ins Stadion zu gehen. Auch nach dem Fall der ganzen Corona-Maßnahmen hat es mega Bock gemacht. Nur das Ergebnis war nicht so ganz erfreulich. Kommen wir zur Note des Monats. Und die Note ist diesmal die 4 Plus. Die 4 Plus setze ich ganz einfach zusammen aus dem Ergebnis der Climb-Up-Meisterschaft und der restlichen Trainingseinstellung und des Trainingsfleißes, den ich im vergangenen Monat hingelegt habe und somit die 4+. Ja, das war's mit OZIG Adventure Powered by AIDA Folge Nummer 4. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in meine Welt geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, euer Hannes.